In diesem Video geht es nochmal um den DJI Osmo Mobile 2 und welche zusätzlichen Fotofunktionen er an dein Smartphone übergeben kann. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von Xbox Creativity und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch das Gerät ja schon in einem kurzen Unboxing-Video einmal vorgestellt, was das so generell alles kann, dieser Gimbal. Besonders interessant, natürlich gerade hier für meinen Kanal, ist es aber, was kann das Teil denn nicht nur bezogen auf Filmmaking und auf Filmen, sondern was kann das Teil auch bezogen auf Fotografie? Wir müssen natürlich jetzt so ein bisschen vorweg bedenken, das Ganze ist natürlich immer noch das Smartphone, was hier die Bilder macht. Das heißt, das muss irgendwo noch kategorisiert werden als Handyfotografie, als Smartphone-Fotografie. Ich finde aber die Funktionalität, die dieses Gerät dem Handy übergibt, wirklich beeindruckend und ich bin geneigt, das auch wirklich häufiger zu benutzen dadurch. Denn was wir hier konkret an Funktionalität haben, ich werde dir das auch gleich hier in der App einmal detailliert vorstellen, ist, wir können natürlich neben ganz normalen Fotos mit dem DJI Osmo Mobile 2 auch Langzeitbelichtung machen und das ist besonders interessant, mehrreihige Panoramaaufnahmen. Wir haben tatsächlich nicht sonderlich viele Einstellungsmöglichkeiten dabei, aber es ist doch schon ganz faszinierend zu sehen, wie dieses Gerät hier sich bewegt, wenn ich zum Beispiel ein Panorama auswähle und das Ganze mal laufen lasse. Und der jetzt wirklich vollautomatisch ein mehrreihiges Panorama hier schießt. Wie gesagt, man hat nicht ganz so viele Auswahlmöglichkeiten. Dass der das zum Beispiel immer dreireihig macht, ist vorgegeben. Das kann ich nicht verhindern. Und auch die Anzahl der Bilder, da habe ich eigentlich nur die Auswahl zwischen drei verschiedenen Anzahlen. Aber es ist doch schon ganz interessant. Ja, man hat hier so ein Gerät, das stellt man hin, das macht jetzt vollautomatisch mehrreihige Panoramaaufnahmen. Das ist schon cool. Mit dem Smartphone selber kann ich halt nur mit der eingebauten Panorama-Funktion Aufnahmen machen. Und hier wird das eben alles für mich sehr präzise natürlich auch, weil es elektronisch angesteuert wird, aufgenommen. Und jetzt wird es eben auch verarbeitet und dann zu einem fertigen Bild zusammengesetzt. Wie diese ganzen Funktionen in der Praxis eingesetzt werden können, das zeige ich euch, wenn wir gleich rausgehen und mal ein paar Live-Fotos hier in der Stadt schießen. Aber erstmal nochmal zu der Funktionalität der App selber. Also im Fotomodus haben wir die Auswahl zwischen drei verschiedenen Modi sozusagen. Und das ist wie gesagt einmal der Modus normale Aufnahme mit so ein paar Unterkategorien, die zeige ich dir gleich. Dann der Modus Langzeitbelichtung mit zwei Unterkategorien und der Modus Panoramaaufnahme mit drei Unterkategorien. Konkret in der App sieht das dann wie folgt aus. Ich bin also hier oben links im Fotomodus und habe jetzt hier darunter die Auswahl über die verschiedenen Modi. Wenn ich mal hier auf Einzelaufnahme gehe, dann habe ich jetzt hier den Modus zwischen einer ganz regulären Einzelaufnahme und drei verschiedenen Selbstauslösern mit 2 Sekunden, mit 5 Sekunden und mit 10 Sekunden. Und eine Mehraufnahme werden einfach zwei Bilder erstellt, eigentlich so wie das die meisten Smartphones ohnehin auch intern machen. Die beiden Bilder werden übrigens auch getrennt voneinander gespeichert. Man kann sich also wirklich auch beide Bilder dann noch anschauen. Beim Panorama, das was ihr gerade schon gesehen habt, habt ihr hier drei verschiedene Dinger zur Auswahl. Eigentlich unterscheiden die sich nur in der Anzahl der Bilder und damit in der Breite des Panoramas. Die Panoramen werden immer dreireihig gemacht und zwar ausgehend von dieser mittleren Position jetzt hier nach links und rechts, oben und unten dreireihig jeweils. Und mit der ersten Variante, die sich Ultra Wide Angle nennt, da machen wir insgesamt 9 Fotos, also 3 Fotos pro Reihe. Also 3 oben, 3 mittig, 3 unten. Die nächste Variante nennt sich dann 180 Grad. Da machen wir 6 Fotos pro Reihe. Also insgesamt 18 Fotos. Vorher 9 Fotos, jetzt 18 Fotos. Und die dritte Variante, die nennt sich Panorama. Ist ein bisschen irreführend vom Namen her. Das ist schon, ja, es geht halt über 180 Grad hinaus. Es ist kein volles 360 Grad Panorama, aber es geht darüber hinaus. Da machen wir 27 Fotos. Also eben 9 pro Reihe. Ne? Also 3 pro Reihe, 6 pro Reihe, 9 pro Reihe. Das ist eben das, was man bekommen kann hier mit dem Osmo Mobile 2. Es sind immer 3 Reihen und dann kommen wir eben auf 9, 18 oder 27 Fotos insgesamt, die das Gerät dann eben schießt und eben auch in der App selber direkt verarbeitet. Das Ganze passiert eben hier in der DJI Go App. Und zum Schluss haben wir hier noch Long Exposure. Das sind zwei verschiedene Modi. Einmal der Modus lange Belichtung, was einfach das ist, was es sagt, eine Langzeitbelichtung und zwar, ihr drückt den Auslöser und dann drückt ihr den Auslöser ein zweites Mal, wenn die Belichtung enden soll. Ihr habt hier auch tatsächlich keinen Timer drin, das heißt, wenn ihr einen Timer haben wollt, dann müsst ihr auf irgendeine externe Timer-Uhr oder so zurückgreifen, also auf die Uhr gucken oder so, um zu wissen, wie lange habt ihr jetzt belichtet, das wird euch nicht angezeigt, das ist natürlich sehr, sehr schade, das müsste man auf jeden Fall nachreichen. Und der zweite Modus hier nennt sich Lichtspuren und das ist im Endeffekt eine Langzeitbelichtung nur für die Highlights.
Ja, also da kann ich eben, wenn ich diese Langzeitbelichtung gestartet habe, werden die Highlights sozusagen beibehalten und wenn ich mich dann bewege, erzeugt man eben solche Lichtspuren. In diesen beiden Langzeitbelichtungsmodi kann ich natürlich den Gimbal auch weiterhin mit dem Joystick hier hin und her bewegen, um so dann eben zum Beispiel auch solche Lichtspuren sozusagen statisch zu erzeugen. Einfach um so ein kleines künstlerisches Bild zu erzeugen. Wenn ich also Lichtpunkte irgendwo habe, starte ich jetzt das Foto, bewege meinen Gimbal hier so ein bisschen und habe dann halt so Lichtspuren. Ja, das funktioniert auf jeden Fall alles, aber ich muss persönlich sagen, ich finde am spannendsten tatsächlich die Panorama-Funktion, weil ich finde das echt interessant, diesem Gerät sozusagen dabei zuzuschauen, wie es vollautomatisiert wirklich ein mehrreihiges Panorama durchzieht. Das ist schon wirklich eine ganz nette Funktion. So, ich bin mittlerweile wieder zu Hause und ihr habt ja jetzt schon die ganze Funktionalität des Osmo Mobile 2 in Sachen Panorama-Funktion von mir mitbekommen. Vielleicht nochmal so als abschließendes Fazit. Ich muss echt sagen, der Kauf hat sich mehr als gelohnt. Ich hatte ja schon von vornherein gesagt, eigentlich war mein Kaufgrund die Zeitraffer-Funktionalität und die Videofunktionalität natürlich. Aber auch diese Panorama-Funktion hat mich dann doch echt überrascht. Ich meine, zugegeben, man hat nicht viele Einstellmöglichkeiten. Ja, ich kann mir aussuchen 9, 18 oder 27 Fotos und das war's. Aber zu sehen, was softwareseitig da möglich ist bei so einem Gerät, denn im Endeffekt ist es ja nur die Softwareseite, die das Ganze steuert, ja, ist schon ganz interessant. Denn ihr habt hier für 150 Euro ein Gerät, was euer Smartphone um dermaßen viele Funktionen und vor allem auch hochwertige professionelle Funktionen erweitert, das kann man sich im Endeffekt nicht ausdenken. Völlig unabhängig jetzt nur von der Panorama-Funktion, die in dem Sinne auch schon sehr gut ist, aber die Zeitraffer-Funktion, die Hyperlapse-Funktion, generell das Stabilizing als solches. Für 150 Euro ist das meiner Meinung nach ein Angebot, was man sich echt nicht entgehen lassen könnte. Und ich muss vielleicht mal dazu sagen, ich wurde jetzt nicht irgendwie von DJI gesponsert, das ist kein Sponsoring, ich habe mir das Ding ganz einfach bei Amazon gekauft. Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung natürlich. Ja, aber das ist ein Produkt, was ich für den Preis wirklich unfassbar gut gelungen finde. Nicht nur von der Verarbeitung, die ist okay für den Preis. Ich meine, das Ding besteht aus Plastik, völlig in Ordnung, fühlt sich okay an, ist jetzt nicht besonders hochwertig, aber erfüllt seinen Zweck. Aber die Funktionalität, die softwareseitig da mitgeliefert wird, da hat jetzt die Hardware im Endeffekt ja wenig mit zu tun. Das könnte wahrscheinlich auch ein anderes Gerät sein, solange es mit der Software spricht. Aber DJI hat da ein wirklich gutes Ding zusammengeschnürt. Die App ist sicherlich an manchen Stellen verbesserungswürdig. Sie ist an manchen Stellen nicht perfekt bedienbar. Einige Icons sind schwer zu erkennen, was sich jetzt dahinter verbirgt zum Beispiel. Aber die App in Kombination mit dem Gerät selbst ist einfach ein fantastisches Ding und für den Preis absolut lohnenswert. Also dahingehend auf jeden Fall Empfehlung von mir. Die Panorama-Funktion, ob ich die jetzt häufiger benutzen werde, sei mal dahingestellt. Das kann ich nicht genau sagen, denn dazu muss ich auch sagen, fotografiere ich mit dem Smartphone an sich eigentlich zu wenig. Wie gesagt, mir kam es vor allem auf die Videofunktion an, aber trotzdem wollte ich die Fotografiefunktion jetzt nicht unerwähnt lassen, denn sie sind gut, sie funktionieren gut und sie erweitern das Smartphone halt wiederum um eine Funktionalität, die man sonst nicht gehabt hätte. Von daher auf jeden Fall Daumen nach oben. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann vergiss auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst du keine weiteren Videos mehr in der Zukunft. Lass gerne einen Daumen nach oben da und schreib mir mal unten in die Kommentare, falls du schon einen Osmo Mobile 2 oder einen anderen Gimbal hast. Wie sind deine Erfahrungen damit? Was machst du so am meisten damit? Das würde mich mal interessieren. Also gerne ab in die Kommentare und dort können wir ein bisschen diskutieren. Also wir sehen uns jetzt beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.